Willkommen zurück, ihr Panzerianer und Ninnen. Heute haben wir ein Conqueror Replay. Stufe 9 Heavy der Engländer. Und zwar auf der Karte Carrigaline. Ja, wie immer, Burner-Gefecht, Gagner-Basis erobern, Gagner-Fahrzeug zerstören. Als Auftrag hat er folgendes offen: SP-9 durch Gnadenstoß. Hauptbedingung: Zerstören Sie ein Gegnerfahrzeug durch RAM und überleben Sie diesen RAM. Natürlich musst du mehr Schaden austeilen als einstecken. Mobsgesicht, Nebenbedingung ist wie immer Gewinnen und Überleben. Essien sind ein 9er hier, so Top-Tier, ne? 5 9er, 10 8er. Und ja, eine Arti. Schauen wir mal, was er hier macht. Unser Spieler Black Soul 54. 54 geboren, 54 Jahre alt. Wie das hinkommt, könnt ihr euch während des Replays ausrechnen. Ich sag mal nicht. Los geht's! Los geht's! Lauf. Lauf, wir sind heavy. B-Taste gedrückt halten und Ewi. So, kurz zu dem Mumpeln, während er da rummumpelt. 259 Durchschlag, 400 Alpha-Schaden bei 120 Mumpeln. APCR, 326 Durchschlag, 400 Alpha-Schaden. Nö, hat er 120 Durchschlag und 500. Ah, ist eine Hash. Keine Hö. Hash. Gesundheit. Hashtli. Da steht da. Hashtli. Ganz groß. Hashtli. 120 Durchschlag. Und hier, warte mal, vor lauter Lachen rutscht mir die Maus weg. Und 515 Alpha. Ja, da freut sich so ein AMX 1390 natürlich sehr drüber. Ja, das ist ein Durchschlag des Ästhetikers. Oh, hier. Guck mal. Gefährlich. Sehr schön. Ja, wie immer. Schultern. Object 257. Unterwanne. Und links, rechts die Schultern. Oh, ein bisschen schwierig hier. Moron! Och, da hat einer geschrieben Moron. Da sind sogar Norddeutsche dabei. Moin! Er hat auf Englisch geschrieben und das heißt dann Moron. Sehr schöner Hit. 439 gebunst. Hat auch nochmal vom Jagdtiger. Amix. Willst du auch nochmal mitfeiern? Mit Geschenke haben. Er hat noch nicht. Er möchte noch. Der Basti Black Soul 54 wartet nur auf euch. Hier vorne ist er. Oh, hallo. Komm. Krieg noch einmal. Nö. Platoon 1 reported. Warum denn? Was ist denn Platoon 1 von euch? FV und M4190 sind schon tot. Ja. Die muss man dann reporten. Das wird Spaß. T34 ist auch in den Tod gefahren. Gucken, Pression will Hoodie down spielen. Schade. Das Komische ist, wenn ich den mal spiele, der jeder durch, wir sind als Gegner haben. Ja, dann aber hallo, ne? Dann hat er die Panzerung des Todes, also halb fünf schwer oder irgendwas anderes. Nicht durch, ne? Da kannst du machen, was du willst. Da oben ist Spot. Muss man nicht, ne? Der nächste Weak Spot ist ja auch links und rechts bei der Kanonenblende. Da ist so ein Kästchen frei. Gejagt. Schöner Hit. Auch schon da. Geschiedert. Jetzt aber. Nicht durch. Die haben wir auch gesehen. Das brauchst du nicht sagen. Ja, da ist man so ein bisschen genervt. Ne? Lässt du den V hier Marvin Matze cool. Marvin überlebt. Oben. Kommando. Kommando sag ich schon. Am Mittel. Sehr schön. Wenn man weiß, wohin schießt. Stück hoch. Das war auch ein Bounce-Winkel. Und hier T44 wird es auch nochmal wissen. Killer hier. Kette doch nicht. 408. Man gewirkt einen Treffer. T44 will eigentlich auch gerade. Check 430 ist ja top of the team. Die Möhre das letzte Mal gefahren, als es Object 140 top of the team. Ewig her. Schöner Hit, oh. Unten getroffen, das war sehr schön beim Kettenrad. Sichtgerät ausgefallen. Party hilft sehr schön mit, das finde ich cool. Ist anscheinend auch nicht offen.
Lichtgerät kann man nicht sehen, kaum noch was. 4000 Schaden mittlerweile, die DCM ist natürlich krass. Immer cool hier, diesen Mod. Ja, beim letzten Replay hat er eine Gunmark gehabt. Sehr schön, diesmal wieder oben, nicht unterwandern, genau. Schön an die Schultern. Nur vorne da, ja. Die Fackel. Natürlich. Doch da so ein schwarzer Streifen. Und es ist verbrannt. 14 hat er noch drin, AP. Auf Kette. Das ist ein VKA. Ja, genau. Über Full AP bist du noch. Und. Jawohl. Ruf! Ruf! Wir wollen den spoilern. So. Der Autobahnzwinkel. Oh ja, das ist gut von euch. Aber erstmal nach hinten geguckt. Was ist? Oho, kommst du mit oder nicht? Ist irgendwas? Was ist das? Ein Skorpion, ne? Ja, steht auch nochmal links. Minimap. Hat den Suppen-Pershing auch rausgenommen. Mittlerweile 4441 Schaden ergibt eine W8 und 4487 bei einem Kill. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. 72 Schaden gemacht, aber einen zweiten Kill dazu. Schon explodiert die WN8. Denkt daran, was ich gesagt habe. Sehr schön Unterwanne. Kills steigern die WN8 auch. Multiplikator, 3 Kills mittlerweile. Das ergibt eine WN8 von 7172. Ohne Kills wären wir noch unten. Immer schauen, einen rauszunehmen. Zweiten ist es weg. 8 Rounds left. Sehr schön. 4538 Schaden. 8 Mumpeln hat er noch übrig für 4 Gegner. Davon sind 3 TDs und eine Arti. So many retards. War ein bisschen hier Sportsgeist, ne? Die haben sich Mühe gegeben. Ist das in der Schule? Er war stets bemüht. Ja, Tiger auch, ne? Tiger, alles was mit Tiger heißt. Ist immer stets bemüht. Über offene Pläne zu erfahren. Immer eine gute Idee. Er hat es probiert, ja, weil er war bemüht. Genau. So, was hätte ich noch? Den Klicker. Klicker-Kill, der ist natürlich immer schön mit anzusehen. Außer Schleppiana, die ist da ein bisschen böse. Nee. Ach, kann der nicht jetzt wieder tun. Aber du bist offen, Scorpion. Hat auch gesessen. Schöner Hit und 485er Roll. Hast du geblockt? 2000. Du Lüschner, 1880. Bitte, great job hier. Lauf von rechts da so. Die Map. Oh hier, Nico, 10 Jahre alt. Im Skorpion. Guck mal, mach hier. Der Arti hat das nicht zurückdrängen. Lass mal die Arti schieben. Lalala. Sehr schön mit AE extra, also Hash ist ja hier. Hashtly. Ja, die Munition bei den englischen Panzern heißt ja Hashtly. Warum durfte der jetzt nicht treffen? Er durfte auch nicht treffen, dann ist ein. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Ob Jung lädt nochmal ein und tschüss. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Genau, ausgeschaltet mit Hashtly. Ne, nochmal den Namen, ich finde den ja so geil. Hashtly. Gehen wir mal an die ausgewertete Wertung, ne? Ganz kurz noch zu WN8. Bei 4 Kills und 5688 Schaden hat er eine WN8 von 9936. Mal Lucky. Da haben wir nämlich das. Und zwar hier, auf Karigelin, ne? Erste Gunmark. Sehr schön. UK, eine Mark. Ja, Mark gibt's nicht mehr. Heißt Euro, ne, meine Freunde. So, hier. Meister, ne, dann hat er hier 10 Abpraller bekommen. Dann Brasser sind abends, weil er ja mit dem einen schnell hier so mal Freunde sein, ne, ganz kurz. Und Großkaliber. Das ganze Spiel hat er nämlich folgendes gemacht: 2 Panzer-U-Boote, 1180 Schaden ermöglicht, 2370 geboost,
10 Module hat er zerschissen, 5.688 Schaden selbst fabriziert und 4 Panzer zurück in die Garage geschickt. In der Teamauswertung ist er wie immer in den Burner-Gefechten. Ganz viel so, ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? Hier so ganz knapp, hier so mit fast 3.000 mehr ist er nur ganz knapp an erster Stelle geworden. Im detaillierten Report gab es folgendes. 83.232 Credits. Dann wurden die 2 Autos abgezogen. Hier, Premium Money ist ein bisschen teurer, ne? Er gibt eine Endsumme von 8.026. Und an Erfahrung hat er folgendes. 2.216. Ohne irgendwelche Booster, gespielt wie ein Tier hat er auch nicht. Gab's auch keinen Strandtag und so, ne? Hier Faulenzen gibt es anders. Endsumme natürlich dann 2.216 und 110 Feuerfarben. Black Soul 54. Danke dir fürs Einsenden. Euch fürs Zuschauen. Ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.